Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch wieder ein Aufgebraucht-Video. Meine Kiste ist extrem voll, hängt aber auch wieder mit dem Maskenprojekt zusammen und noch mit etwas größeren Dingen, die quasi leer gegangen sind. Und deswegen fangen wir auch direkt an, und zwar mit dem Tee, den ihr schon gesehen habt. Der ist von Mayfair, das ist von Penny eine Marke. Das ist dieser neuen Kräutertee. Den liebe ich sehr, habe ich immer wieder im Haus, habe ich mir auch schon halt wieder nachgekauft, wo ich gemerkt habe, okay, der geht leer. Im Sommer lasse ich mir den auch ganz gerne abkühlen und trinke ihn dann kalt. Im Winter habe ich ihn lieber, wenn er warm ist. Ja, kann ich empfehlen, 95 Cent, glaube ich. Genau, dann habe ich aufgebraucht diese Creative Candle Soft Vanilla. Habe ich von Cindy bekommen, ne? Also Design, mega hübsch mit dem ganzen Geglitzer und so weiter, aber nicht gut abgebrannt, absolut nicht. Da ist noch so viel Wachs und so drin. Ich werde das jetzt nachher rausnehmen, dieses Wachs. Ich werde den das Glas, oh Gott, ich werde das Glas aufheben hier. Das geht auch schon quasi ab. Also das, ne, kann ich abnehmen. Das mache ich nachher nochmal ganz in Ruhe. Oder jetzt. Ja, machen wir es jetzt. Und dann werde ich das hier noch entfernen und ich behalte das Glas aber, weil ich das einfach ein voll schönes Deko-Element finde. Und vielleicht kommt es da oben mit hoch, da stehen noch ein paar andere. Und ja, mal gucken. Oder ich benutze das als Pinselbehältnis oder wie auch immer. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall hebe ich das Glas auf, weil ich es extrem schön finde. Genau. So, dann haben wir ein bisschen gewaschen. Und zwar mit Korall. Spülerduft, Erlebnis, langanhaltender Duft, Wasser, Lilie und Limette. Der Duft ist toll. Ich hatte eine DM-Bestellung gemacht, da war der mit dabei. Da gab es nämlich Prozente auf Korall und dann wollte ich den gerne testen. Und da die Jungs und Mädels von DM das nicht so super gesichert haben, ist das Ding halt quasi zerquetscht gewesen und der Deckel ist aufgegangen und es ist ausgelaufen. Da war dann nur noch so viel Produkt drin. Ich habe mich da gemeldet, die haben mir mein Geld erstattet, alles gut. Also das, was ich noch testen konnte, fand ich in Ordnung, aber es geht nichts über mein Lenoir. Also das ist auch ein frischer Duft, ein schöner Duft, aber nicht so lang anhaltend wie der von Lenoir. Und deshalb würde ich mir den Korallweichspüler nicht nachkaufen. Kommt übrigens mit 675 Milliliter und ist so ein bisschen bläulich gewesen. Ja, genau. Und was ich mir hingegen auch wieder nachkaufen würde, wäre dann von Ariel dieses Colorwaschmittel. Ja, habe ich jetzt leer gemacht. Derzeit steht Persil bei mir rum. Und Pots habe ich diesmal Ariel stehen, weil ich habe gerne ein paar Pots da. Die benutze ich aber nur für meine Couchdecken oder mal für die Bettwäsche, aber nicht für die alltägliche Wäsche. Ja, ich finde Ariel ist eines der besten Waschmittel neben Persil. Und immer wenn irgendwo eine Aktion ist oder das in der Werbung ist, dann nehme ich davon halt was mit. Genau, ja, ist jetzt leer gegangen. Finde ich gut. Genau. So, bleiben wir mal gleich bei Waschmittel. Und zwar habe ich so ein Testangebot mir mal geholt. Ihr seht, es ist ein bisschen verbeult. Deswegen war das bei Penny runtergesetzt auf 1,11 Euro für die 12 Pots. Und da habe ich die mitgenommen, aprilfrisch. Ja, waren in Ordnung, wie gesagt, für meine Decken und für die Bettwäsche. Ne? Da benutze ich das. Meine Couchdecken wasche ich halt so alle 2 Wochen. Gerade wenn Clara halt auch mit drauf liegt und so, weil sie darf ja nur auf die Couch, wenn die Decke liegt. Und ja, ne? Und Betten beziehe ich halt jede Woche oder anderthalb Wochen, je nachdem, wie ich dann Lust und Zeit habe dafür. Auf jeden Fall, ich mag diese Pots sehr, sehr gerne. Die haben sich gut aufgelöst und ja, finde ich gut. Genau. So. Dann haben, da muss ich jetzt wirklich sagen, wir, ich habe ja jetzt öfter mal Besuch und der Besuch und ich, wir haben beide quasi die Cremeseife aufgebraucht. Ne? Und also der Besuch, nicht nur der junge Mann, hier kommt ja auch ab und zu mal Jenny und dann kommt Jette und Uli und der Flo kommt und Kali kommt und naja, so ein paar andere Leute halt auch. Und dann benutzen die natürlich auch meine Seife im Badezimmer. Die hatte ich mir mal zum Testen geholt, fand ich sehr gut. 500 Milliliter Meeresrauschen. Ist ein sehr, sehr frischer Duft. Ja, da ich aber so viel Duschgel habe, was ich an der Duschgelsammlung gesehen habe, wird das ein oder andere wahrscheinlich auch als Seife zweckentfremdet. Deswegen, ja, kaufe ich die jetzt erstmal nicht nach. Würde ich mir aber nachkaufen, weil ich sie gut fand. Genau. So, dann habe ich die 2 Sachen geleert. Balayage Shampoo, Farbglanz und die Spülung.
Das Shampoo habe ich nicht vertragen. Das hat bei mir im Nacken ganz, ganz, ganz viel Pickel und offene Stellen verursacht, dass ich das absetzen musste. Ich habe es dann zum Pinselwaschen zweckentfremdet. Dafür war das gut. Ich mag den Geruch. Ich ja, mag, dass es gut schäumt, aber meine Haare mögen das leider nicht oder meine Kopfhaut viel mehr. Deswegen ja, nicht aufgebraucht, doch aufgebraucht, aber zweckentfremdet. Und bei der Spülung, die habe ich aufgebraucht, aber gab es jetzt keine Probleme. Ich würde mir aber beide nicht nachkaufen, wobei ich glaube, ich die mir auch gar nicht gekauft habe. Silke, hatte ich die von dir zu Weihnachten? Ich glaube. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es, also das habe ich nicht vertragen und ja, die war okay, aber ich benutze ja an sich nicht so gerne Spülung. Ich mag lieber Haarkuren. Aber für den Preis sind die völlig in Ordnung. Genau. So, dann haben wir das auch. Bleiben wir mal gleich bei den Haaren von Balea Professional Keratin und Volumen Haarspray. Habe ich aufgebraucht. Ich habe jetzt noch eins im Backup. Nein, das habe ich rausgeholt. Das benutze ich gerade. Und wenn das kurz vorm Leergehen ist, dann werde ich es mir wieder kaufen. Das ist für mich das beste Haarspray. Das verklebt die Haare nicht. Der Halt bleibt trotzdem, gerade wenn ich mir halt Locken mache oder halt so ein zurückgesteckte Haare, so wie heute einfach. Na, und ich dann doch nochmal unterwegs bin oder wieder ins Büro muss, was auch immer. Ich finde das so großartig. Ja, liebe ich sehr, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Kostet 1,25 Euro, glaube ich. Ja, genau. Dann habe ich ein Duschgel geleert von Balea Creme Dusche Frosted Cranberry. Habe ich auch von Silke zu Weihnachten bekommen. Das hat mich so in den Fingern gejuckt, dass ich es dann halt in die Dusche stellen musste. Als ich es ausgepackt habe, habe ich nur gedacht, oh, ist bestimmt ganz fruchtig, aber nein, das ist ein sehr frischer, bäriger Duft, aber nicht so penetrant Beere, also nicht Fruchtkorb. Und ja, also diese Frische kommt da halt auch durch. Und hier steht auch ein Hauch von Mandeln und ja, es ist sehr cremig so. Und also frisch, cremig, ein bisschen fruchtig, war völlig okay, habe ich aufgebraucht. Ist eine Limited Edition, wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben, weil das eine Winter Limited Edition war. Wenn das nächsten Winter nochmal rauskommt, würde ich es mir nachkaufen. Ja, genau. Dann habe ich umgefüllt mein Gesichtswasser von Balea noch in der alten Verpackung, habe die neue schon stehen. Ist für mich das Beste, benutze ich seit Jahren. Zeige ich euch fast in jedem Aufgebraucht-Video. So, dann habe ich meine Couch gereinigt und meine Matratzen im Schlafzimmer mit diesem Pulver zur Matratzenreinigung von Kobold, also Vorwerk. Finde ich gut. Meine Couch und auch meine Matratzen riechen dann immer wie frisch vom Friseur. Ist ein ganz, ganz leckerer, angenehmer Duft und ja, habe ich schon ein paar jetzt mit angefixt und werde ich auch wieder nachkaufen. Ich habe aber noch, ich glaube, 4 Packungen und in dem Karton sind immer 6 Stück drin für, ich glaube, 15 Euro. Ja, genau. Und ich mache das halt so alle 2, 3 Monate mal. Ja, genau. So. Ach Mensch, Sarah, ich habe einen Tee leer getrunken von dir. Rewe Bio. Ich habe aber nur einen aufgehoben, weil ich den Rest schon ausgetrunken habe. Milder Früchtetee. Der hat mir super gut geschmeckt. Ich habe ja hier kein Rewe um die Ecke. Wenn ich aber in die Stadt will, wenn ich Kali besuchen will, der hat einen Rewe um die Ecke. Und dann würde ich da einfach kurz reinflitzen, um ihn mir mal zu holen, falls ich nicht zu dir im Feuer gekommen bin. Also richtig, richtig gut. Vielen Dank. War sehr lecker. So. Aussortiert. Von Revlon. Ein Nagellack in der 678 Daring Graffiti. Ja, der ist leider eingetrocknet. Also ihr seht, ich habe ihn benutzt. Ne? Es ist nicht, dass ich ihn nicht benutzt hätte, aber der ist eingetrocknet. Da passiert nichts mehr. Richtig, richtig schön. War mal was anderes so von den Glitzer-Top-Coats. Wenn ich sowas nochmal sehe, würde ich es mir bestimmt irgendwann nochmal holen. Aber ich habe so viel Zeug, was ich jetzt erstmal aufbrauchen muss. Und genau, der wird auch nicht gezählt, sondern der fliegt dann jetzt einfach weg. Verzeihung. So, dann habe ich Masken gemacht, jede Menge. Ich versuche die mal gerade alle zusammenzusammeln. Einen Moment bitte. Ich diesen Monat. Ja, das ist durch dieses Projekt, ne? Habe ich ja dann auch mega viel gemacht. Ich habe noch was leer getrunken. Von Sabrina hatte ich das bekommen. Von Doppelherz aktiv heißer Holunder mit Vitamin C und Zink. War richtig, richtig gut. Ich habe es warm getrunken, konnte man auch kalt trinken. Hat mir mega gut gefallen. Fand ich toll.
Muss mal gucken, bei DM wird es bestimmt geben oder bei Rossmann oder wo auch immer Doppelherz zu kaufen ist. So. Moment. Es tut mir leid, ihr Lieben, ich suche hier noch, weil. Ich hoffe, ich habe jetzt alle. Also, leer gemacht. Garnier Skin Active Hydra Bomb, Intensiv Feuchtigkeitsspende Tuchmaske. Richtig, richtig gut. Hatte ich von Silke. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, aber ich muss erstmal aufbrauchen. Die hat mich richtig weggeflasht von Eucerin Hyaluron Filler Maske. Hatte ich von Sabrina im Paket bekommen. Und nächsten Tag habe ich die benutzt und ich habe nur gedacht, also meine Haut, die hat so geglowt danach und sie hat das alles so gefressen. Die war richtig, richtig gut. Ist ja noch eine Apothekenmarke. Ich gehe mal gucken, wenn alles aufgebraucht ist. So, Naturkosmetik Tuchmaske für dich. Die hat bei mir gebrannt. Die musste ich sofort wieder runternehmen. Die war leider nichts. Die ist halt noch aus diesem Projekt halt mit gewesen. Ja, würde ich mir nicht nachkaufen. War nicht meins. Dann Isana, die Reinigungsmaske, die intensive, war in Ordnung. Cardia Vera, die mit totes Meer und Teebaumöl, die hat bei mir auch gebrannt. Deswegen kriege ich das zweite Päckchen Uli zum Testen. Würde ich mir nicht nachkaufen. Die liebste Maske von meiner Sarah aus dem Action, die Peace Fruity Face Cheek Maske, hatte ich auch von ihr bekommen zum Geburtstag. Hat mich auch sehr überzeugt. Fand ich gut. Ich habe auch erst gedacht, oh Gott, die riecht total nach so. Kennt ihr von Haribo die Pfirsiche? Das ist so quietschsüß. Und so habe ich das auch erst vermutet. Aber nein, es war ganz angenehm. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank, dass du mir die mal zugeschickt hast, dass ich sie einfach mal getestet habe und ich jetzt ganz begeistert bin. Und wenn mein Maskenvorrat ein bisschen leer ist, werde ich mir sie bei Action auf jeden Fall immer nachkaufen. Auch von Sarah, von Terra Naturi Naturkosmetik Vitaltuchmaske. Richtig, richtig gut. Eine sehr große Maske. Also wirklich groß. Gut mit Feuchtigkeit durchtränkt. Das war aber eher so eine milchige Geschichte. Richtig guter Geruch nach Granatapfel. Ganz, ganz wenig im Abgang, so nach diesem Naturkosmetikduft. Also ich war schwer begeistert. Und ja, ne, im Sommer oder so. Wenn wir dann, ja, ich guck mal, dass ich den jungen Mann dann getriezt bekomme, wirklich mit mir einmal kurz nach Soest reinzufahren. Und wie gesagt, da gibt es, glaube ich, gleich neben dem Müller einen Bäckerkamst, dann werde ich den da absetzen. Kaffee und Stück Kuchen. Nee, ich glaube, ich brauche 2 Stück Kuchen, weil sonst habe ich nur 5 Minuten, so habe ich dann 10. Und dann, ja, gehe ich da schnell rein, kaufe alles, was auf der Liste steht, gehe zur Kasse, komme wieder raus, hole ihn ab und dann fahren wir zur Party. Ja, ich glaube, so machen wir das. Dann habe ich gemacht von Sephora die Golden Mask. Die hatte ich von Sabrina zum Geburtstag letztes Jahr zugeschickt bekommen oder zu Weihnachten. Ich weiß es nicht. Und die habe ich an meinem Geburtstag gemacht. Die war auch so mega toll und auch meine Haut hat das sehr, sehr, sehr geliebt. Also richtig, richtig gut und toll. Ja. Und passend dazu habe ich dann diese Fußmaske mit Kokos gemacht für Feuchtigkeit, ne, um Feuchtigkeit zu spenden. Auch richtig, richtig gut. Ja, musste man auseinanderschneiden und dann hatte man so Geosöckchen. Ja, dann habe ich von Ariel die Pfiff, also von Action mit Ariel diese Tuchmaske gemacht. Ja, fand ich in Ordnung. Die Tuchmaske war so leicht grün mit so kleinen Seesternchen drauf. Fand ich okay. Aber die andere, die ich davor hatte, war die nicht. Mit wem war denn die? Mit Jasmin, glaube ich. Also von Aladdin, die Dame. Fand ich ein bisschen besser. So, dann von Sephora die Coconut Face Mask. Die liebe ich nach wie vor. Ich habe, glaube ich, noch eine davon. Und ja, dann würde ich sie mir irgendwann nachkaufen. Erst ein Paket gehabt von Sabrina von Alterra Naturkosmetik Hyaluron-Tuchmaske mit Duo Hyaluronsäure Bio Traumkernöl. Hat ein bisschen mehr nach Naturkosmetik gerochen, war aber eine gute Geschichte. Und ja, würde ich mir nachkaufen. Fand ich gut. Ja, die von Lovely, die war irgendwie merkwürdig. Die hat so ein bisschen nach Alkohol gerochen. Aber die Pflegewirkung war gut und ich habe keinen Ausschlag oder sowas bekommen. Ich habe noch eine, die werde ich dann jetzt demnächst auch irgendwann verwenden. Ja. Und dann habe ich letzten Mittwoch gemacht von Balea
Fußhornhautentfernersocken. Ja, also meine Füße haben dann am Sonntagabend angefangen schon zu pellen. Wir haben heute Mittwoch, das heißt, es ist genau eine Woche jetzt her. Und meine Füße sind immer noch im Pellprozess und das funktioniert ganz gut. Und für 4 Euro kannst du echt nicht meckern. Finde ich gut und würde ich mir immer wieder nachkaufen. So. Ich habe noch eine gefunden und noch eine. Einmal von Balea die Kaktustuchmaske. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und von Action The Mask Doctor Pure Fang Bamboo Shakul. Maske finde ich auch nach wie vor toll. Genau. So, dann habe ich Augenpads verwendet. Die hier. Von Balea die Q10. Dreimal. Oh, dreimal. Richtig, richtig gut. Liebe ich. Habe ich mir auch wieder nachgekauft. Dann hergegangen Evelyn 50 Maxi-Wattepads. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei davon im Backup. Und dann müsste ich mir irgendwann welche nachkaufen. Aber ich brauche erst mal auf. Oh, ich habe noch Masken gefunden, glaube ich. Lass mich kurz gucken. Ja, zwei. Hier. Einmal Balea Magic in the Air, die Tuchmaske. Die sah super süß aus, aber die hat so muffig gerochen. Hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Gab es im Adventskalender. Kann ich eh nicht nachkaufen, würde ich aber auch nicht, wenn es die gibt. Und die Hyaluron-Maske hat bei mir auch gebrannt. Ganz, ganz doll im Gesicht. Deswegen, ja, zweites Päckchen davon werde ich an Cindy weitergeben. Das kriegt sie dann in ihrem Geburtstagspäckchen. Da habe ich schon ein bisschen Trash mit zusammengepackt und dann, genau, kann sie da was testen. So, und dann habe ich gebadet. Doch, noch nicht mehr gebadet. Ja, hier. Einmal Aveo Badesalz, kein Stress. ja, letzte Woche Arbeit und das war stressig und dann habe ich das danach abends benutzt und ich habe geschlafen wie ein Baby. Es war gut. Vielen Dank, Sarah. Wie gesagt, wenn ich zu Müller komme, würde ich es mir nachkaufen. Dann von Kneipp knisternde Badekristalle, prickelnder Moment, schwarze Orchidee und Mangostade. Habe ich von meinem Papa bekommen. Ich das den Eintrag, ich habe nicht geguckt, habe einfach nur gedacht, ach, das ist ganz hübsch und habe das nicht gelesen, hau das in die Badewanne und habe das Wasser einlaufen lassen und denk, du hast doch heute nichts gebraten? Ich in die Küche gelaufen, ne, keine Pfanne. Also es hat sich angehört, als ob da Fett halt in der Pfanne halt rumspritzt. Das war es aber nicht, bis ich dann mal auf die Verpackung geguckt habe und festgestellt habe, dass das ja Knisterbad ist, ne? Also ja. War gut, hat ordentlich Krach gemacht, hat ein bisschen geschäumt, hat super gut gerochen, lange gerochen und war toll. Ja, Papa, falls du das Video siehst, vielen Dank, hast mir eine Freude gemacht. Hatte ich zum Geburtstag von ihm bekommen. Und von Avio Badesalz For My Love mit Duft nach Pfirsich und Frangipani. War sehr, sehr lecker. Bisschen fruchtig, bisschen blumig. Hat mir gut gefallen. Hab dank Sarah noch ein zweites und freue mich. Vielen Dank. Genau, so. Dann habe ich noch drei Augenpads gemacht. Und zwar einmal von Cardia Vera Hydrogel-Augenpads Gold Beauty. Fand ich sehr gut. Ja, kann ich nichts Negatives zu sagen. Haben mir gut gefallen. Und die beiden haben mir auch gut gefallen. Einmal die mit Drachenfrucht und einmal die mit Kaktus. Ja, habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, weil ich die toll finde. Und Augenpads verwende ich halt sehr, sehr oft. Dann habe ich ein Nasenstrip gemacht. Wie gesagt, das sind die von Action, das sind die besten, die liebe, liebe, liebe ich. Leer gegangen und nochmal nachbekommen zum Geburtstag von meiner lieben Sabrina von Cardia Vera 3-in-1 Manuka-Öl-Reinigungstücher. Richtig, richtig gut und freue mich, dass ich noch eine Packung habe. Ja, haben mir sehr, sehr gut gefallen, haben einen guten Job gemacht. Ebelin Nagellackentferner, intensive Farben, den fand ich eine Zeit lang sehr gut. Diesmal hat er mich sehr enttäuscht und das war halt einfach nur so Farblack wie jetzt, ne? Da war nichts Spezielles. Hat er richtig Probleme gehabt? Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Also momentan, nö, reißt er mich nicht vom Hocker, deswegen kein Nachkaufprodukt. Dann habe ich von Isana Zuckeröl-Peeling Moments of Marula leer gemacht. Habe ich gerade von Uli dann auch zum Geburtstag nachbekommen. Ist halt sehr, sehr ölig. Ist ein Zuckerpeeling, riecht gut nach Nuss. Und wer das halt mag, so nusssüß,
ist was für euch auf jeden Fall und tolle Peeling-Wirkung und ist auch ein Hingucker im Bad mit diesem Schwarzgold. Ja, liebe ich sehr. So, dann habe ich von Aveo Professional Turban-Haarmaske, Thermopflege, Tiefenpflege und Feuchtigkeit, Jojobaöl und Shea-Butter gemacht. Habe ich von Sarah bekommen zu Weihnachten, also im Adventskalender. Die Verpackung hat mir mega gut gefallen. Dann habe ich das alles ausgepackt, habe dann meine Haare. Es steht, wenn sie halt länger sind, sollst du sie halt zu einem Dutt machen. Das habe ich auch gemacht, weil das dann einfach für mich leichter von der Handhabung her war. Und hat mir mega gut gefallen. Ich werde gucken, wenn ich da im Sommer halt hinfahre. Dann werde ich mir, glaube ich, noch mal ein oder zwei mitnehmen. Fand ich eine große Sache. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank, Sarah, dass du mir das zugeschickt hast und dass ich das testen durfte. Ja. So, dann habe ich noch eine Zahnpasta leer gemacht von Colgate, die Max White Sparkle Diamonds. Ja, die ist okay. Ich habe sie auch, glaube ich, noch mal im Backup da. Ja, ich kaufe immer das, wo ich dann denke, okay, die kannst du mal testen. Oder wenn ich was gut gefunden habe, dann kaufe ich es einfach noch mal nach. Na, bei Zahnpasta kann ich immer nur sagen, wenn es komisch geschmeckt hat. Genau. So. Dann habe ich noch von Balea die Pflegecreme Refresh leer gemacht mit Eukalyptusduft. Die habe ich als Nachtcreme verwendet. Die ist aus meinem Projekt, was auf Instagram läuft, Cremes aufzubrauchen bis Ostern, also 17.04. Jo, und die ist jetzt leer. Jetzt habe ich gerade die von M. Asam aus der Collagen Boost Reihe. Das ist eigentlich eine Körpercreme, aber da die so reichhaltig ist und mit Hyaluron, benutze ich sie halt nachts. Genau, das Töpfchen nehme ich jetzt halt und mache das irgendwie leer. Hat mir gut gefallen. Wobei ich erst einmal Bedenken hatte mit diesem Eukalyptusduft, aber war gut. Vielen Dank, kam von Uli. So, ja, dann habe ich noch einen Tarte verdüftelt. Nein, stimmt gar nicht, das ist gar kein Tarte. Ich erzähle euch Blödsinn. Ich habe an meinem Geburtstag mit dem kleinen Fuchs, das ist so eine Badebombe, habe ich gebadet von Body Shop. Berry Bonbon. Das war die zweite, die ich hatte. Eine hatte ich von Sabrina, eine hatte ich von Sarah. Und an meinem Geburtstag war ich mit der baden und ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem Erdbeer-Milchshake bade. So sah es aus. Und es hat gut gerochen, es hat mir gut gefallen und war großartig. Ja, das ist noch die Verpackung, die übrig ist. So, eine Kerze. Und zwar Jade Wein von Rituals. Da hat der junge Mann gesagt, die riecht nach Nivea. Und die hatte ich an meinem Geburtstag an. Und an meinem Geburtstag waren ja Karl hier und der junge Mann. Und auf jeden Fall, ich hatte die dann an. Also die hat wirklich von nachmittags, wann haben wir dann Kaffee getrunken? 3:30. Um 3 habe ich die aber angemacht. Also von 3 bis abends, wann sind wir denn ins Bett? Wir sind auch erst nächsten Morgen irgendwann ins Bett gefallen. War es schon um 1? Oder um 2:30. Auf jeden Fall bis dann hat sie gebrannt und nächsten Tag war sie dann halt runter und war nicht mehr anzündbar, aber ne, gut abgebrannt. Ja, niedliches kleines Glas. Überlege, ob ich es aufhebe, um einfach für meinen Adventskranz, weil ich habe davon ja noch 3, da dann halt das für den Adventskranz zu benutzen, so zum Draufstellen. Ich habe ja so einen Teller, so einen Dekoteller, habe ich schon mal erzählt. Und je nach Jahreszeit dekoriere ich den ja. Und das wäre natürlich dann auch eine Variante. Ja, ich glaube, ich hebe das auf. So, dann habe ich noch eine Ampulle leer gemacht von Babor. Auch diese Hydro, die hatte ich von Sarah. Hat für 3 Tage gereicht. Richtig, richtig gut. Mag ich sehr. Und ja, habe von ihr ja noch zum Geburtstag ein ganzes Päckchen bekommen. Und das wird dann auch irgendwann benutzt. Aber wahrscheinlich eher Richtung Sommer. Genau. So, und dann noch 2 dekorative Kosmetikteile. Einmal den kleinen Primer von MAC, Prep and Prime. Habe ich aufgeschnitten, leer gemacht. Richtig, richtig gut. Habe, glaube ich, noch einen davon. Ich müsste mal gucken. Aber auf jeden Fall leer gemacht. Und habe ich auf den Nägeln von Revlon die 410 Dreamer. Ich habe mir ein paar Nagellacke rausgesucht, die ich gerne dieses Jahr aufbrauchen möchte. Falls das euch interessiert, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann drehe ich dafür ein Video gerne noch ab für euch. Oh Gott, jetzt wäre der mir fast runtergefallen. Auf jeden Fall die 410 Dreamer, ein hellblau, habe ich jetzt leer gemacht. Da passiert nichts mehr, da ist wirklich nur noch die Kugel drin und dann ist Tuck. Der war halt kurz vorm Eintrocknen und deswegen, ja, einfach nur so blau. Genau,
Richtig. Da ist auch nichts super Spektakuläres drauf. Auf allen Fingern mal das Gleiche. Ist auch selten bei mir. Aber irgendwie, ja. Und das bleibt jetzt ein paar Tage drauf und dann kommt was Neues drauf. Genau. Und wenn ihr, wie gesagt, die anderen noch sehen wollt, die ich gerne aufbrauchen möchte dieses Jahr, dann ja, schreibt mir das unten gerne in die Kommentare und dann drehe ich für euch ein Video. Ihr Lieben, wir haben, ja, Küste geschafft. Werde jetzt gleich sauber machen, den Rest dann wegpacken. Also beiseite packen, damit dann das dann in den Müll kann. Dann hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy!